Jo, und damit begrüße ich euch auch schon wieder zurück zu einem neuen Part von Minecraft Wii U Edition. Ja, wir befinden uns noch in, in unseren bescheidenen kleinen Anfängen. Und ich habe mir überlegt, dass wir auf jeden Fall diesen Part hier noch nutzen werden, um... Warum ist da oben noch Kohle? Oder, nee, das sieht nur so aus. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt... Okay, hi. Wie geht's? Nein, ich habe mir überlegt, dass wir diesen Part hier auf jeden Fall nochmal nutzen, um Ach, ich habe noch 24 Holzbretter, sagt das doch. Das sollte dann erstmal reichen. Ich habe mir gedacht, ich mache noch ein bisschen Holz, aber okay. Auf jeden Fall werden wir diesen Part hier noch nutzen, um unser Haus noch ein bisschen weiter zu fortführen, unseren gröberen Stand hier erstmal fertig zu machen. Boah, diese Berge da hinten, nicht schlecht. Hallo Schweinchen. Boah, hier ist ja mal wieder ganz schön viele Tierchen. Oh, unsere erste Höhle, die wir hier schon haben. Interessant, die markiere ich mir mal. Merken wir uns auf jeden Fall. So, jetzt will ich mir hier auf jeden Fall noch die Kohle hier mitnehmen. Das tue ich, denke ich mal, auch, würde ich sagen. Die Kohle hier und dann noch ein bisschen Stein, würde ich sagen. Weil zum einen brauchen wir Kohle, damit wir unseren tollen Backofen da zum Arbeiten bringen können. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Mal gucken hier, wo ich das am besten mache. Ich denke mal, hier sieht ein guter Platz aus, um mir ein bisschen Stein zu holen. Ein bisschen Stein hier mitzunehmen für einen kleinen schönen Öfchen. Wir brauchen natürlich noch eine Steinspitzhacke auf jeden Fall. Weil ich habe keinen Bock, hier die ganze Zeit mit so einer Holzspitzhacke zu gehen. Wenigstens eine Steinspitzhacke, die sollte schon erstmal sein, würde ich sagen. Oh, was sehe ich denn da? Da hinten ist auch nochmal wieder... Oh, wie schön. Oh, das gefällt mir aber. Das gefällt mir aber hier, dass hier einfach mal so viel Kohle zu Beginn ist. Das finde ich gut. Das hier finde ich sehr, sehr gut. So viel schöne, leichte Kohle zu Beginn des Spiels. Da geht doch das Herz auf. Ich habe das Gefühl, ich schaffe es schon wieder nicht in mein Mikro reinzusprechen. Oder bin ein bisschen zu leise. Das sollte ja nicht so sein. Hat das gehört? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich glaube, ich habe es mir nur eingebildet. Auf jeden Fall, während ich das hier auch aufnehme, rendert gerade auch schon der erste Part natürlich, weil, ist ja klar, der soll ja, wie ich schon gesagt habe, um 12. noch hochkommen. Wahrscheinlich kommt dieser Part, also ihr habt ihn ja bestimmt schon gesehen, weil, schon der 13. heute ist. Gehe ich von aus, dass heute der 13. ist, wo dieses Video hier kommt. Aber, ja, ich denke mal, ihr seid bestimmt auch schon fleißig am Minecraft spielen, sofern ihr es euch heruntergeladen habt im E-Shop. Übrigens kostet es 30 Euro, falls ihr es nicht wusstet. Und beinhaltet selbstverständlich auch wieder, wie ich schon im ersten Mal auch gesagt habe, oh, jetzt habe ich aber keine Spitzhacke mehr, schade. Und ich glaube, dass ich es so ohne weiteres nicht wegkriegen werde, aber eine schöne Aussicht haben wir hier auf jeden Fall mal. Sieht auf jeden Fall interessant aus hier, die Gegend. Kann man nicht ohne weiteres sagen hier. Viele Berge auf jeden Fall. Viele schöne Berge hier, die wir hier haben. Ein sehr bergiges Gebiet. Aber okay, ich glaube, es wird schon wieder so langsam aber sicher Nacht. Deshalb sollte ich mich so langsam aber sicher wieder in mein schönes kleines Holzblockwürfelhaus begeben. Und ich sollte nicht so schnell hier sein, weil sonst verletze ich mich hier noch. Und das ist ja nicht so schön. Was macht ihr beiden denn hier? Vielleicht wäre es auch gut, noch eine Hintertür zu machen, eventuell, würde ich so sagen. Hier eher ein Garten, würde ich sagen. Das würde sich doch hier anbieten. Garten mit so einem Anlegepunkt. Das wird doch was, ne? Ja, das sind so coole Ideen hier. Ja, und der tolle Satz, ich kann nachts nicht schlafen. Das finde ich ja nicht so gut. Dann mache ich mir derzeit mal eben schon mal eine Truhe. Machen wir sogar zwei. Um schon mal ein paar Sachen einzulagern. Ach, es wird wieder spaßig dann, wenn es soweit ist, dass wir wenn wir Sachen transportieren müssen. Weil das ist immer so eine Sache bei Minecraft. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Wunderbar. Das ist hier immer so eine Sache. Gut. Auch die Setzlinge könnte ich eigentlich gleich setzen, ne? Aber ich setze trotzdem jetzt erstmal dahin. Das Fleisch, das brauche ich aber. Das muss ich gleich grillen. Im schönen Öfchen. Da ist ein Ofen, den wollte ich haben.
Heiße Angelegenheit. Heiß, heiß! Ach, wie das gerade so eingefallen ist. Der gute Mario. Der hat diesen Spruch zum Besten gegeben. Einfach wunderbar. Gut, aber das erstmal so. Genau, braten uns erstmal das Hammelfleisch. Klingt unheimlich lecker, aber naja, wie dem auch sei. Schaufel brauche ich eigentlich tatsächlich schon gar nicht mehr, aber okay, lassen wir erstmal drin. Ja, ich würde sagen, ach ja, Steinwerkzeug auf jeden Fall. Zumindest Steinspitzhack auf jeden Fall. Da. Steinspitzhack und Steinschwert würde ich sagen, das machen wir uns auch direkt bei, wenn wir schon mal dabei sind. Zack, zack. Und ein Steinschwert. Das haben wir da. Sehr schön. Sind wir jetzt erstmal für den Anfang auf jeden Fall erstmal, würde ich sagen, dann aufgestellt, würde ich sagen, um uns schon mal in eins Höhle schon mal zu wagen. Ich glaube, das tun wir dann auch in diesem Part. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier dann doch etwas schneller vonstatten geht, aber okay. Finde ich tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Also jetzt, na, wobei du bleibst drin. Kohle nehmen wir mit. Die Erde nehmen wir auch mal mit. Genauso wie die Stöcke hier. Wolle kommt rein. Den Apfel nehmen wir auch mal mit. Die Holzaxt kann weg. Und die zwei Spitzhacken nehmen wir natürlich auch noch mit hier. So, Fackel natürlich noch. Apfel ist klar. Und die Karte, wobei die Karte, wir werden uns eh wahrscheinlich erstmal nur in der, ja, wegschmeißen muss ich sie auch nicht. In der Gegend wegen ist er. Lager ich sie sicherheitshalber erstmal wieder ein. Gut. Wobei ich tatsächlich auch sagen könnte, ich könnte mir ja noch ein Holzschwert machen. Und mit dem da erstmal noch so ein bisschen, das tue ich auch besser, ist wahrscheinlich sicherer. Machen wir noch ein Holzschwert und mit dem werde ich erstmal noch die Tier da machen, die mir da so ein bisschen noch leckeres Fleisch beispielsweise geben. Ich würde sagen, das machen wir noch vorher, bevor wir jetzt uns in eine Höhle machen, wie gesagt. Hier sind ja noch ein paar Rinder. Und da die auch alle nachkommen und so, ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Sache auf jeden Fall. Kuhschubser. Aber irgendwas scheint hier passiert zu sein. Die ganzen Schafe, die hier mal abermals waren, sind hier nicht mehr da. Das ist ja nicht so schön. Habe ich das bekommen? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt. Das ist auf den Grund des Sees gefallen hier. Ist jetzt natürlich auch ein bisschen doof, dass die da jetzt so unter Wasser sind. Oder im Wasser sind, besser gesagt. Bekommen, sehr schön. Wunderbar, dass das hier hingegangen ist. Eins Hühnchen. Leckeres gegrilltes Hähnchen. Oh, da habe ich jetzt auch, muss ich gestehen, tatsächlich Hunger drauf. Mal sehen, vielleicht, was ich gleich nach der Aufnahme esse. Aber jetzt nehme ich erstmal ein bisschen auf. Würde ich so sagen. Da haben wir noch eins Schäfchen. Was ist da denn? Oho. Interessant, interessant. Markieren wir uns auch mal direkt hier diese Art kleine Höhle auf jeden Fall. Dieses kleine Höhlenlöchleinchen. Oh, da ist ein Wolf. Den darf ich nicht angreifen, sonst wird er böse. Ich habe leider noch keine Knochen, deshalb kann ich ihn auch noch nicht, ja, bezirzen. Könnte man sagen, aber was geht hier schon wieder ab? Hier sind wir wieder bei der Animal Crossing, Pool Party angekommen oder was? Aber ein bisschen früh. Ne, das ist ein Schwein. Ich dachte jetzt schon, warum greift er das Schaf nicht an? Weil eigentlich greifen so Wölfe und Hunde Schafe an, aber. Nee, ist ja nur ein Schwein gewesen. Aber okay, ich würde sagen, das sollte es erstmal sein, ne? Wobei, das kümmert mich noch auf jeden Fall, dieses Schweinchen hier. Wunderbar. Es hat sogar zweimal Schweinefleisch gegeben. Das finde ich gut. Hat mir aber noch keiner Leder gegeben, ne? Ah doch, fünf Stück. Ich dachte jetzt schon. Wäre ja noch schöner hier, dass mir keiner Leder gegeben hätte. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Hier sind Schafe. Und, na, wobei, man sieht schon, dass der so knurrt. Na komm, ich kümmere mich mal darum für dich. Sehr schön. Oh, wie viel von diesen, wie viele Schweine hier und wie viele Tiere hier sind. Eine schöne Nahrungsquelle, muss man mal so sagen hier. Aber gut, ich würde sagen, das reicht dann erstmal für den Beginn. Gut, dann können wir das, würde ich sagen, noch grillen. Ich weiß noch nicht, ob das Fleisch jetzt ausreicht, das wir hier haben. Wird sich zeigen. Wird sich zeigen, ob sich das ausreicht oder nicht.
Aber wenn das jetzt schon, wenn diese Kuh hier noch auf dem Weg ist, gutes Schwein hätte ich auch noch mich drum kümmern können, aber wenn das jetzt auf dem Weg ist, oh ein Ei. Hi, kleiner Wolf. Ich werde dich nicht, dir nichts tun. Solange du mir nichts tust, werde ich dir auch nichts tun. Haben wir uns da schön geeinigt? Das finde ich gut. Das Ei will ich auch noch mitnehmen. Dieses Ei will ich auch noch mitnehmen. Gut. Gute, gute, gute. Gute, gute, gute. Wobei, eigentlich wollte ich auch das hier noch mich drum kümmern, ne? Ah, mal sehen. Mal schauen. Machen wir erstmal das Schweinekotelett. Ich glaube, ich mache mal. Habe ich noch genug Stein? Habe ich nicht. Ich habe keinen Stein mehr. Dann wird es Zeit, dass ich auch noch mal ein bisschen Stein mir hole, damit ich mir noch einen zweiten Ofen machen kann. Weil ich denke mal, dass ich bald schon wahrscheinlich mehr als einen benötigen werde. Deshalb kann ich mir auch direkt einen zweiten machen. Wobei der Weg jetzt zum Stein ein bisschen nervig ist, aber okay. Na komm her, na komm. Na komm, geh da hoch. Warum komme ich jetzt nicht mehr hoch hier? Das gefällt mir ganz und gar nicht. So. Meine Güte hier. Meine Güte hier. So, das geht aber schön schnell hier. Ah, das geht jetzt schon schön schnell. Gut, wenn wir eine Eisenspitzhacke hätten, dann natürlich richtig schnell, aber auch wenn ein Schwein da jetzt hier kommt und sich auch direkt natürlich in meine Angriffsreichweite sich schiebt, dann kümmere ich natürlich auch noch um dich. Das ist ja wohl klar. So, sollte schon reichen. Ist hier nur sonst noch irgendwas hier? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ey. Dann könnten wir hier erstmal. Autsch. Ja, so sieht es aus, wenn man Schmerzen bekommt. Okay. Habt ihr das jetzt auch mal gesehen? Okay. Die Tür sollte ich auch mal schließen. So, dann kommst du noch dahin und da machen wir noch einen zweiten Ofen hin. Der kommt dann daneben hin. Kommst du weg? Weg dahin und dann tun wir noch was anderes hier gerade noch grillen, wenn wir schon mal dabei sind. Sagt, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, toll. Egal. Dann habe ich halt kein Holzschwert mehr. Was soll's? Habe ich dann halt eben kein Holzschwert mehr. Das habe ich jetzt verkokelt. Ja, ich bin schlau. Ich bin schlau. Super Sache dafür. Ah, oh, war das nicht mal wieder gut gemacht von mir, muss man doch mal so sagen. Das war doch wieder richtig super Sache hier gemacht, mal wieder. Spitzenleistung mal wieder. Aber okay. Leder kann auch noch weg. Die Wolle, sagte ich auch. Das muss ich gleich noch grillen. Den Apfel nehme ich mit, da rein und dann passt das hier. Und dann mache ich noch mal. So, das ist der Ofen. Ich dachte schon, was ist das denn für ein Geräusch? Das kenne ich ja gar nicht. Das scheint wohl der Ofen zu sein. Finde ich cool. So, ein Spitzhacke will ich noch machen hier. Oh, eigentlich hatten wir schon noch Zeit, tatsächlich. Eigentlich hätten wir da schon noch Zeit. Ja, es ist noch Tag. Eigentlich hätten wir schon noch Zeit, da gleich in die Höhle auf jeden Fall mal reinzuschauen, ob da irgendwas vor sich geht. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, das tun wir auch. Eigentlich könnte ich auch in der Zeit noch mich um das Holz kümmern. Ich glaube, das tue ich auch noch. Ich glaube, das tue ich auch noch, mich in der Zwischenzeit noch um das Holz hier zu kümmern. Zumindest hier von hier unten aus gesehen. Ganz genau, ey. Muss ich nur gucken, wie ich das hier anstelle. Und da oben. Ups. Ah, okay, so wollte ich das haben. So wollte ich das haben hier, weil so kann ich jetzt besser arbeiten. So kann ich hier definitiv besser arbeiten, während das dann noch grillt. Wahrscheinlich wird gleich meine Holzaxt sowieso weg sein, aber. Ja, den kann ich noch wegmachen, wahrscheinlich. Ja. Aber egal, ist ja auch gar nicht mal so schlecht hier. Da können wir auch auf jeden Fall was mit anfangen. Da können wir definitiv auch was anfangen mit. Sieht zwar jetzt von außen ziemlich, ja, komisch aus, dieses Haus, aber okay. Aber okay, lassen wir das erstmal so. Lassen wir das erstmal so. Gut, etwas Fleisch und da haben wir nichts mehr drin.
Ja, okay, auch da haben wir noch ein bisschen was. Okay. Sehr schön. Gut, ja, komm, dann machen wir auch noch schnell noch eine. Die hier hin. Ja, komm, dann lohnt sich das nicht mehr. Dann mache ich jetzt noch mein Haus fertig hier und dann im nächsten Part dann definitiv Action angesagt. Dann gibt es keine Ausreden mehr. Dann gehen wir direkt zur Höhlchen. Direkt zur lustigen Höhle hier. Und da es jetzt Nacht wird, werde ich nochmal einmal so halb mit offenem, unter freiem Himmel schlafen. Aber gut, wir haben noch keinen Gegner gesehen. Das finde ich schon mal schön. Das dachte ich schon hier. Das sieht so verwirrend aus, wenn das Wasser da so ist. Das sieht dann da etwas verwirrend aus. Aber okay. Aber okay. So. Ist doch wunderbar hier. Dann können wir das jetzt noch hier fertig. Warte mal, kann man auf so ein Bett jetzt auch springen? Sah fast so aus, als wäre ich hier so ein bisschen abgehüpft. Aber ich glaube nicht. Es kam mir nur so vor, anscheinend. Ich habe immer mal wieder irgendwas gedenkt zu denken, aber ich habe dann mich wohl geirrt. Ich habe mich dann wohl geirrt. Aber wie dem auch sei. Damit haben wir dann ein schönes Dach auf jeden Fall schon mal, wo wir auch dann uns ein bisschen bewegen können. Nicht so, dass wir die Decke halb auf dem Kopf haben. Und so weiter und so fort. Wobei, reicht das mit dem Holz? Könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Also zumindest das Dach, das reicht auf jeden Fall. Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Noch hier die Ummantelung, glaube ich. Ich schätze nicht. Die wird nicht reichen. Naja, vor allem, wenn ich nur vier habe. Aber okay. Ja, dann ist halt die kleine Ecke hier, ouch, nicht so ganz erledigt, aber dann bei Gelegenheit dann. Bei nächster Gelegenheit, würde ich sagen. Aber gut, ich würde sagen, wir machen jetzt noch zum Abschluss noch eine Spitzhacke. Und dann würde ich sagen, reicht es erstmal für heute und dann, ja, ist es im nächsten Part dann endlich soweit. Wir erkunden die Höhle. Gut. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part von Minecraft View Edition. Bis dann und tschüss, euer Jake.